Und damit willkommen zu einem neuen Part von Minecraft Hardcore. Wir sind auf Erkundungstour mittendrin und jetzt sind wir auf dem Meer und da gibt's was Krasses. Ach, das ist ein Unterwassertempel, der da ist. Okay, das ist natürlich sehr, sehr cool. Das ist natürlich sehr, sehr cool, aber ich glaube, da kann ich relativ wenig machen. Da kann ich bestimmt relativ wenig machen. Weil hier einerseits halt auch die ganzen Monster sind. Die mich auch angreifen. Okay, ich muss weg. Ich muss sowas von weg. Ich muss sowas von weg. Ja, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Hauptsache, ich bin jetzt nicht gestorben. Also, das war ja mal mehr als krank gerade. Wie viel Schaden machen die denn? Okay, da kann ich auf keinen Fall. Ich dachte, ich kann wenigstens ein bisschen mal erkunden. Aber nein, da muss ich weg. Ich habe jetzt Abbaulähmung für 5 Minuten. Nice. Das heißt, ich kann 5 Minuten lang kaum bis gar nichts abbauen. Das ist natürlich sehr, sehr doof. Aber vielleicht müssen wir das in den nächsten 5 Minuten auch nicht. Es wäre schon mal gut, irgendwie einen neuen Kontinent oder so zu finden. Wir sind halt jetzt schon ein bisschen auf dem Meer unterwegs gewesen. Wir haben schon ein versunkenes Schiff gefunden. Jetzt reicht es so langsam auch. Ist da hinten wieder was? Boah, das Meer ist so dunkel. Da kann man relativ wenig halt erkennen. Auch wenn irgendwie was ist. Gerade wenn es so tief ist. Gerade wenn es so tief ist. Wenn es weiter oben ist, dann ist das nicht das Problem. Da ist so eine Insel. Wir haben eine Insel gefunden. Wir haben eine Insel gefunden. Okay, das ist doch eine Insel, die auf dem Wasser schwimmt. Oder ist die einfach jetzt... Ist das Zufall, dass die jetzt so ist? Ich weiß es nicht. Ich brauche Koppel und wir müssen uns jetzt erstmal... Earthslime-Insel. Wir müssen uns jetzt erstmal einen Weg hochbauen. Zack. Zack. Das ist meine Anlegestelle jetzt hier. Man hat eben schon gesehen, hier gibt es auch Schleims. Die ich alle besiegen möchte natürlich. Ja, die Inseln sind noch so ungefähr wie früher. Aber ich glaube, die sind größer geworden. Damals waren sie nicht so groß. Oh, du machst viel Schaden. Obwohl, geht eigentlich. Komm du da mal da raus. Ja. Ist eigentlich meine Abbaulähmung auch... Ja, auch für die ganz Construct-Dinger. Ist das cool. So, zack. Wow. Wow, wow, uiuiui. Wie werde ich hier... Ist das lustig. So, die ganzen Schleime werde ich gut gebrauchen können. Das sind normale Schleime, oder? Ich gucke gleich mal. Schleimball. Das sind ganz normale Schleimbälle. Das finde ich jetzt nicht ganz so nice. Wow, wie werde ich da weggeschleudert? Ich habe Abbaulähmung. Ja, stimmt. Ich habe Abbaulähmung. Das ist jetzt sehr, sehr doof, dass ich gerade jetzt Abbaulähmung habe. Wo ich hier so eine Schleiminsel finde. Ich möchte hier mal rauf. Danke. Hier gibt's. Ja, moin. Selbst der Boden. kann ich hier so herumspringen? Ist ja nice. So, war hier irgendwo noch ein Schleim, der jetzt runtergefallen ist? Weil es sah am Anfang so aus, als wäre am Rand einer gewesen. Aber ich glaube, das war der, den ich gerade besiegt habe, oder? Ich denke, ja. Gut, die Abbaulähmung ist jetzt natürlich sehr, sehr doof. Die Abbaulähmung heißt jetzt nicht, dass ich gar nichts mehr abbauen kann. Ich kann zum Beispiel hier so und dann dauert halt das halt länger. Nur es dauert eine ganze Ewigkeit, wie man sieht. Ich habe bisher noch nicht mal einmal irgendwie so ein Ding. Ich weiß jetzt nicht, ob diese Axt überhaupt für dieses Holz geeignet ist, sage ich mal. Okay, ich habe noch nicht mal einen kleinen Fortschritt. Wie sieht es mit dem Laub aus? Auch nicht gut. Auch nicht gut. Okay, gut, dann... Ich habe irgendwo noch ein Schiff gesehen hier in der Nähe. Da hinten? Ist das das Schiff? Ich guck mal so ein bisschen mich mal kurz um. Weil dann würde ich sagen, wir gehen erstmal zum Schiff. Es wird gleich wieder Nacht. Na toll. Ich glaube, da hinten müsste... Obwohl... Ist es das das Schiff? Ich habe von unten irgendwo ein Schiff gesehen. Weil da würde ich natürlich jetzt lieber erstmal hin. Aber jetzt, wo es eh dunkel wird, dann lohnt sich das jetzt gar nicht auch mehr wegzugehen. Ja gut, dann warten wir kurz die Minute noch ab. Und dann kann ich hier mal ein bisschen Zeug abbauen. Also, ich meine, es gibt auch blauen Schleim. Kann ich hier mal nachschauen? Schleim. Also, es gibt einen normalen Starter-Schleim-Block. Okay. Und es gibt Earth-Slime-Kristall. Oh, diese Kristalle habe ich ja schon mal gesehen. Mehr sehe ich jetzt hier nicht. Vielleicht gibt es doch keinen blauen Schleim. Ja, gucken wir mal. So, jetzt erstmal kurz schlafen gehen. Und dann... Suche eine Erdschleiminsel im Ozean. Also, die sind zwingend im Ozean. Okay, das war damals nicht so. So, Abbaulähmung ist weg.
Ja, immerhin haben wir jetzt was gefunden. Nee, Abbau und Lähmung ist noch nicht weg. Komm mal, ich bin blind. Alles ist sehr, sehr cool. Warte, nochmal hier rein. Zack. Ah, warte. Irgendwo hier ging. Irgendwo ging. Haha, ist schön. Schön, 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 schön. Und hier können auch jederzeit neue Slimes auch, glaube ich, spawnen. Ja. Juhu. Was das auch übrigens hier für Erde ist, gar keine Ahnung. Wahrscheinlich schleimige Erde oder irgendwie so. So, 4, 3, 2, 1, 0. Okay. Okay, da kommen jetzt so ganz normale Schleims raus. Ich farme die einfach mal ab. Kann ich die auch mit der Hand abfarmen? Geht nicht so schnell dann. Auch so schleimiges Wasser hier. Ich farme einfach mal ab, wofür ich auch immer Schleims jetzt noch brauche. Wenn ich einmal hier bin, dann kann ich das ruhig mal machen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich noch Schleim jetzt... Ob das für das ist, was ich denke... Also für Tinkers Construct, um dann mehr Werkzeuge herzustellen, weiß ich jetzt wirklich nicht. So, ich habe mal zwei Stacks, das reicht. Dann hier auch mal so ein Holz mitnehmen, ist auch ganz cool. Und damit sind jetzt neue Rezepte verfügbar, nice. Green Heart Protokoll, ja moin. Ich würde auch gerne so eine Setzlinge mitnehmen. Boah, das Laub abzubauen dauert aber eine Ewigkeit. Das dauert eine Ewigkeit, ich will doch nur zum Holz, danke. Und ich muss jetzt niesen. So, haben wir diesen Baum. Da kommt schon ein Setzling. Setzling, sehr, sehr schön. Grünherz-Setzling. Wächst nur auf schleimigen Dreck oder Gras. Heißt, ich muss davon auch noch mal ein bisschen was holen. Das ist Sky-Slime-Schmutz. Wow. Naja, da wurde Dirt, glaube ich, wörtlich so gesehen übersetzt, weil die Erde heißt ja auf Englisch hier Minecraft Dirt. Und übersetzt ist das ja eigentlich Schmutz, sag ich mal. Wie heißt denn Erde eigentlich auf Englisch? Kann ich jetzt gerade auch nicht mal so wirklich sagen. Ich meine, damals hieß Erde noch nicht Dirt. Da hieß es einfach, weiß ich gar nicht. Wie hieß denn damals die Erde? Wie zum Beispiel auch Bruchstein nicht schon immer Bruchstein hieß. Das hieß, glaube ich, auch erstmal Cobblestone oder richtig Cobblestone wie im Englischen. Glaube ich. Oder es hieß mal Pflasterstein. Kann auch sein, dass es Pflasterstein mal hieß. Ist auf jeden Fall noch schon eine Weile her. So, da haben wir auf jeden Fall ein bisschen was gesammelt. Inzwischen wird mein Inventar auch ganz schön dolle voll. Und ich kann ja hier... Obwohl, nee, kann ich... Könnte ich machen, zu diesen Schleimblöcken wieder machen, aber nee. Wir haben noch eine Insel gefunden und das ist ja die Hauptsache. Also von daher... Gut. Ja gut, ich habe jetzt dafür eh keine Mentable. Ich müsste mich mal darum kümmern, dass ich mal das ganze Essen, was ich hier habe, mal aufbrauche. So, Erde habe ich jetzt so oder so auch eine Menge mitgenommen. Dann würde ich sagen, geht's wieder zurück zu meinem Boot. Und gucke ich mal, wo dieses versunkene Schiff war. So, zack. Auf jeden Fall, die Insel ist gelootet. Muss ja auch hier irgendwo gewesen sein. Da hinten, da hinten. Dann mal am Hai vorbei. Oder? Oder? Ist das einfach nur Erde? Das sieht einfach nur nach Erde aus. Ja, es ist hier einfach nur Erde. Auch schade. Schade, 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 Schokolade. Aber egal. Oder hier? Hier ist auch wieder nur Erde. Mann, das sieht alles immer so verdächtig aus. Sehr verdächtig. Da hinten ist ein Kontinent. Na, immerhin. Oh, ein Sumpfbiom. Oder sowas ähnliches zumindest. Oder es ist sowas ähnliches. Wow, was ist das da hinten? Das interessiert mich da mehr. Das hier ist auch irgendwie von der Bäume zu Plenty Mod. Das ist ein Tropenbiom, nur nicht so dicht. Dann ist hier mal was anderes Neues. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Was ist das? Ist das... Ist das das, was ich denke? So ein Termitenbau? So, Kürbis brauche ich nicht. Zack. Das sieht nach einem Termitenbau aus. Tatsächlich ist das ein Termitenbau. Greifen die mich an? Nein. Oh, was? What? What? Was? Ernsthaft? Okay, das ist cool. Das ist auch wieder cool. Wir hatten im letzten Part schon Raben, die vom Feld im Dorf was geklaut haben. Von den Feldern, was auch sehr, sehr cool war. Und das auch richtig gefressen haben. Dann hatten wir Möwen, die mir was aus dem Inventar geklaut haben. Und jetzt haben wir hier Termiten, die hier... einen Termitenbau gerade machen. Ist ja cool. Was haben wir hier für Holz? Was ist das für ein Holz?
Habe ich natürlich gerade keine. Die seltsame Suppe kann weg. Mahagoni-Stamm. Ganz ehrlich, ich würde davon. Wie sieht das? Das sieht echt cool aus. Ich würde da gerne was von mitnehmen. Da nehme ich richtig was mit. Hier, guck mal, das kann ich doch hier noch zusammenpacken. Ich kann generell noch ein bisschen was Zeug wegschmeißen. Weil davon hätte ich gerne auch einen Setzling. Dafür bin ich ja auch auf Erkundungstour, um neue Biome zu sehen von der Biome zum Plenty Mod. Wir haben ja bisher doch nicht viel gesehen. Und ich weiß, dass es noch viel, viel mehr gibt. Wir hatten bisher auch Pech mit dem ganzen Biomen, ehrlich gesagt. Daher ist es umso cooler, jetzt neue Biome zu sehen. So, zack. Den Restkoppel lasse ich mal hier stehen. So, das ganze Holz sammle ich ein. Wie die Termiten hier ihren Baum machen, das ist so cool. Da hinten haben wir wieder Tropenbiom. Hier ist aber auch noch ein ganz anderes Biom. Mir fällt die Ecke hier sehr. So, ein Setzling. Ich werde mal kurz ein bisschen Zeug mal hier rein. Zum Beispiel Kies. Die seltsame Suppe kann hier mal rein. Die Sticks kann ich mal zu Fackeln verarbeiten. Haben wir Fackeln überhaupt dabei? Ich habe gar keine Fackeln dabei. Dann schmeiße ich die Sticks einfach weg. Habe ich echt keine Fackeln dabei? Ja moin, die habe ich wohl vergessen. Aber gut, wozu brauche ich denn Fackeln auf einer Erkundungstour, ganz ehrlich? Daher ist das schon gar nicht verkehrt von mir gewesen, die wegzulassen. Daher passt das ja eigentlich. Mein Schild hätte ich auch hier mal dran nehmen können. Aber passt schon. Damals jetzt Dinge. Wunderbar, zwei Stück, das reicht. Und der Stick kommt weg. Du gehst wohin? Was holst du dir gerade? Oder guckst dich einfach nur um? Das ist cool. Ich möchte deren Bau jetzt auch nicht zerstören, ganz ehrlich. Das ist sowas von mega cool. Okay, wir gehen mal weiter in diese Richtung. Wir müssen ja Richtung Süden. Obwohl Richtung Westen kann ich eigentlich auch erstmal nochmal so ein bisschen. Obwohl da noch weiterhin mehr ist. Dann gehen wir in die Richtung. Wir gehen da drüber. Das sind jetzt ganz normale Eichenbäume drüben. Anscheinend. Ja, genau, das sind hier normale Eichenbäume. Aber da haben wir noch Fichtenbäume. Sind das Fichtenbäume? Das sieht nach Fichte aus. Ich glaube, es ist Fichte. Einfach mal kurz gucken. Ja, Fichte. Das sind Fichtenbäume. Da ist auch so eine Insel. Aber das... Warte mal. Ist das jetzt eine andere Insel? Oder ist es wieder so eine, wie wir eben hatten? Auf jeden Fall will ich da vorbeischauen. Auch wenn ich da erstmal nach oben irgendwie muss. Ich muss jetzt erstmal hier kurz hier rüber. Zu diesem Land. Das Schöne ist, das ist über Wasser. Bedeutet, wenn ich da runterfalle, falle ich ins Wasser. Eine Schnecke. Ganz liebe Schnecke. Ist ja nice. So, wir müssen da jetzt irgendwie hochkommen. Heißt, ich habe ja eine ganze Menge Kobbel. Das ist ja das Gute. Bisschen hier hinbauen und jetzt hier so hoch. Und ganz ehrlich, den Kobbel, den kann ich dann auch hier lassen, meinetwegen. Den muss ich nicht unbedingt dann alles wieder abbauen. Könnte es sein, dass es dieselbe Insel ist, könnte aber auch eine andere sein. Ich kann es von unten halt nicht erkennen. Oder habe ich noch irgendein Zeug, was ich auf jeden Fall nicht mehr brauche? Was ich hier verbauen kann? Nee, eigentlich nicht. Dann halt der Kobbel, ganz einfach. So. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen Erde. Ich muss da noch mehr verwenden. Das ist hier ganz schön hoch. Was ist denn das da? So, alles weiß. Ist das Kalk? Könnte Kalk sein. Oder irgendwie sowas in der Art. Ich bin fast oben angekommen. Sehr, sehr schön. Ich grab mal jetzt in die Richtung. Und ab hier jetzt mit Erde. Ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt, dass ich hier mit Erde anfange. Wenn ich mich später runterbaue, dann weiß ich, okay, sobald die Erde aufhört, ist nur noch Toninsel. Okay. Es ist nicht mehr viel übrig. Toninsel heißt die. Okay, das ist gar keine Schleiminsel. Hier sind einfach zwei Schnecken. Ist so eine ähnliche Insel, nur Ton. Aber hier ist doch nicht mal Ton. Hier ist Sand, ein einzelner Baum. Herrlich. Doch, hier ist Ton. Hier unten ist Ton. Doch, die Insel besteht aus Ton. Tatsächlich. Okay, das ist cool mal wieder. Das ist mal wieder cool.
Das ist mal wieder cool. Und von hier oben habe ich auch eine sehr schöne Aussicht. Es wird mal wieder Nacht. Boah, dann kann es sein, dass es tatsächlich noch mehrere solche Inseln gibt. Also, ja, suche eine Lehminsel im Himmel. Suche eine Erdschleiminsel im Ozean. Okay, die Lehminseln gibt es immer im Himmel. Die Erdschleiminseln gibt es im Ozean. Und keine Ahnung, was es da noch so gibt. Dann gibt es vielleicht doch nochmal blauer Schleim oder irgendwie so. Ich meine, es gab blauen Schleim. Aber ich bin mir da ehrlich gesagt nicht ganz so sicher. Wo ist mein Bett? Habe ich mein Bett stehen lassen? Mein Bett ist weg. Ich habe mein Bett stehen lassen auf der anderen Insel, glaube ich, weg. Du frisst Äpfel? Du auch? Dann könnt ihr euch beide paaren, aber es dauert, glaube ich, 10 Jahre, bis ihr euch trefft. Ihr seid so weit auseinander. Ja, ich habe mein Bett vergessen. Das ist problematisch. Das ist richtig tolle problematisch. Ich habe weder Wolle, noch irgendwie ein Dorf in der Nähe, wo ich übernachten kann. Hier oben bin ich jetzt erstmal über Nacht sicher. Aber unten? Bin ich unten sicher? Soll ich es wagen runter? Dass ich mein Bett einfach so vergesse. Auf der anderen Insel wahrscheinlich. Ich gehe hier nochmal jede Zeile durch, aber nein, Bett habe ich hier nicht. Ich hatte vorher ein gelbes Bett. Ich habe mein Bett vergessen. Das ist nicht wahr. Und ich habe jetzt keine Schafe hier in der Nähe. Heißt, ich muss die nächsten Schafe dafür verwenden, dass ich die schere. Ich habe ja Eisenbahn da. Das ist nicht das Problem. Aber der Part ist so oder so noch ein paar Minuten lang. Ich sage trotzdem, wir gehen jetzt runter. Wir gehen jetzt wieder runter. Da muss ich halt jetzt aufpassen. Und die nächsten Schafe, die ich finde, die nutze ich, um die zu scheren. Ich werde auch mal meinen Wassereimer hier packen. Und ein Schild. So, zack. Ich habe mich jetzt für die Nacht gewappnet. Und ich werde auch das ganze Zeug hier wieder abbauen. Weil, wenn ich nochmal so eine Insel finde, dann muss ich mich halt wieder hochbauen. Und dann brauche ich Material dafür. Boah, ich sehe da hinten schon eine Spinne, einen Creeper sehe ich schon. Ist ja nice. Die Nacht ist noch jung. Die Nacht ist noch jung. Ich würde gerne wissen, was das für ein weißes Zeug da hinten ist. Da würde ich gerne auch noch hingehen. So, erstmal bauen wir uns hier runter. Es wird gefährlich, die Nacht. Es wird sehr gefährlich. Aber wir müssen sie überstehen. Wir müssen einfach. Muss mal kurz auf die Zeit gucken. Ja, ein paar Minuten noch, kurz Aufnahme. Dann muss ich sofort auch wieder los. War heute eine ungeplante Aufnahme tatsächlich. Aber so ist es halt. Gut. Ja, komm, und den Rest sammle ich hier ein und dann laufe ich jetzt hier durch. Hallo, ihr Monster der Nacht. Monster der Nacht. Das ist Kalk, oder? Nee, Kalzit. Ja, fängt auch mit K-A-L an. Fängt auch so ähnlich an. Vielleicht ist das eine Form von Kalk. Weiß ich nicht. Da kenne ich mich in der Materie nicht so gut aus. So, wenn wir in Bewegung bleiben, dann ist das mit der Nacht nicht so das Problem. Dann ist das mit der Nacht echt nicht das Problem. Wir müssen einfach in Bewegung bleiben, weil dann die Monster erst nachts spawnen. Die spawnen erst, wenn ich wieder weg bin, sage ich mal. Daher einfach jetzt hier durch die Nacht laufen. Da hinten ist ein interessantes neues Biom. Das sieht auch ganz interessant aus. Boah, hier, dieses Biom ist auch ein bisschen schwer zugänglich. Obwohl, es ist nicht so... Ja, doch, doch. Ja, okay, ist so ein bisschen neu. Auf jeden Fall hier mit solchen Gräsern. Was auch immer das für Gräser sind. Weiß ich nicht. Könnte ich mit der Schere abbauen. Das ist Gerste. Okay, cool. Gerste. Och, ich hatte kurz Angst, dass das eine Schlucht ist. Eieieiei. Da ist mir kurz das Herz in die Hose gerutscht. Aber so richtig. Eieieiei. Das sind immer solche Momente, wo man so denkt, oh nein, oh nein. So, Kühe sind hier, aber ich brauche keine Kühe, ich brauche... Oder haben die Möwen vielleicht... Nee, die Möwen sind schon länger her. Was sollen die Möwen mit dem Bett anstellen, ganz ehrlich? Da hinten sind Elefanten. Das sind einfach Elefanten. Ich will zu den Elefanten. Ich höre ein Skelett irgendwo hinter mir. Ich bin weg. Einfach Elefanten. Cool, eine richtige Elefantenfamilie. Creeper kommt. Ich möchte den Elefanten keinen Schaden zufügen. Bedeutet, ich hau ab. Ja, Strauß, ihr könnt mich mal. Mit Straußen habe ich keine gute Erfahrung im letzten Part gemacht. Hätte mich beinahe in den Tod geführt.
So. Karotten sind dann erstmal alle. Wow, das sind jetzt wieder ein paar Lecks. Es tut mir echt leid. Das sehe ich gerade erst, dass es gerade Lecks gibt. Ja, Part ist eh gleich vorbei. Also von daher, dann ist das jetzt nicht so schlimm. Da hinten haben wir ein Dorf. Ey, wir haben ein Dorf da hinten. Problem ist, ich muss da irgendwie hochkommen erstmal. Heißt, ich werde da irgendwie außen rumgehen müssen. Ich werde außen rumgehen müssen. Autsch. Ich dachte, es ist da schon das Wasser, aber nein, ist noch nicht da. So, jetzt kann ich runterspringen. Und stehen hier durch. Oh, Schildkröten! Cool. Aber ich glaube, die sind von Minecraft aus, oder? Schildkröten sind, glaube ich, von Minecraft aus. Die wurden in Minecraft schon hinzugefügt. So, dann hier hoch. Und jetzt hier außen rum. Im Dorf gibt es Betten. Dann kann ich mir davon ein Bett nehmen. Sehr, sehr schön. Ich sehe da eine Spinne, ich weiß. Zwei Spinnen, Creeper. Ich bin weg, ich bin weg, ich bin weg, ich bin weg, ich bin weg. Und sofort schlafen gehen. Sofort schlafen gehen. Ist auch ganz gut für meine Abmoderation, dass es dann da Tag ist. Oh, das Bett ist wohl noch frei. Ist ja nice, ist ja nice. So, kurz schlafen gehen. Und dann ist Tag. Jetzt ist Tag und ich habe schon wieder was im Chat angegeben. Ich möchte... Also ich habe doch gar keinen Hunger. Hallo? Hallo? Oh nein. Kurz löschen. So, tschüss mit dir. Creeper? Ich besiege mir auch mal kurz. Du machst hier vom Dorf nichts kaputt. Das ist meine Rettung gewesen, dieses Dorf. Also beschütze ich auch dieses Dorf. So, tschüss. Wird hier von mir beschützt, das Dorf. Okay, was essen? Dann werden wir das jetzt noch kurz looten, dieses Dorf. Und im nächsten Part geht es dann hier weiter. Mal gucken, was wir dann noch so alles finden. So, hier haben wir eine Kiste mit Brot mal wieder. Eichensetzlinge brauche ich nicht, aber die Zwarte nehme ich mit. Da hinten ist nur so ein einzelnes Haus. Ich gucke da trotzdem mal nach, ob da vielleicht noch mehr ist dahinter. Nee, hier ist Dorfende. Hier ist Ende. Hier ist Ende. Aber da hinten gibt es noch ein Haus, wo ich rein kann. Und dann werden wir hier den Part beenden. Und im nächsten Part geht es dann spannend hoffentlich weiter, wo wir dann noch ein bisschen, ja, weiter auf Erkundungstour gehen. Hier haben wir nochmal Brot und da mehr nicht. War ich in diesem Haus jetzt schon drin? Kann sein, weiß ich nicht. Nein, hier war ich noch nicht drin. Hier gibt es noch weitere Brote. Inzwischen habe ich so viele Brote, ey. Nein, nicht die Spitzhacke. Ich will das, den Eichensetzling hier wieder reinpacken. Die Kartoffeln lasse ich. Ganz ehrlich, die lasse ich. Wir haben jetzt mehr als genug Essen. Okay, da war ich gerade drin. Ja, da war ich gerade drin. Da ist nichts. Ein Bett sollte ich trotzdem mal mitnehmen. Ich hatte gehofft, dass ich hier ein anderes farbiges Bett finde. Aber nee, dann nehme ich halt ein weißes Bett. Dann ist es so. Ist mein Bett. Gut, da unten gibt es noch ein Häuschen, aber da ist nichts weiter Besonderes. Okay, dann werden wir hier den Part beenden. Da ist eine blaue Schleiminsel. Das gucken wir uns im nächsten Part an. Ich glaube, ich brauche blauen Schleim nämlich. Ich bin mir eigentlich relativ sicher. Daher war ich auch so verwundert über den grünen Schleim. Also da, ich gucke da jetzt extra in die Richtung, damit ich im nächsten Part auf jeden Fall weiß. Okay, da muss ich hin. Also von daher, bis im nächsten Part. Euch noch einen schönen Tag und tschüss.